Ich bin Lars, das hinter mir ist Knut. Knut ist unser Expeditionsmobil und Knut kriegt heute einen neuen Fußboden. Wir haben uns für Kork entschieden und zwar für sogenannten Ocean Kork. Das sind diese kleinen Korkstreifen hier, das ist ein Recyclingmaterial. Das wird mittels Leim und Druck zu einer hochfesten Platte verdichtet. Und das hat sich, wie der Name Ocean Kork schon sagt, im maritimen Bereich, also bei Booten, schon x-fach bewährt. Und da sind die Beanspruchungen deutlich höher als bei uns. Also was für ein Boot gut ist, ist für Knut gerade gut genug. Wir haben uns jetzt bei diesem Kork bewusst für die eigentlich hochwertigste Variante entschieden, die es eigentlich so gibt, die es überhaupt so gibt. Und wenn man mit diesem Kork arbeitet, dann ist der Quadratmeterpreis schon nicht ganz unerheblich. Also man liegt da locker bei über 200 Euro. Hinzu kommen Kleber. Aber wir haben die Fläche mal ausgerechnet, die wir hier verlegen. Wir sind gerade mal so bei 1,6, 1,7 Quadratmeter. Trotzdem noch viel Geld, aber dieser Fußboden hält natürlich auch ewig. Ich kann ihn bei der Dicke x-fach abschleifen, ohne dass ich in irgendeiner Form auf den Grund komme. Und wenn mir das zu teuer ist, kann ich mir auch ganz normale Korkplatten aus dem Baumarkt besorgen. Die können 2-3 mm dick sein, lassen sich sogar einfacher verlegen, schneller verlegen. Nur es hält halt auch nicht so lange. Um das Ganze verlegen zu können, braucht man natürlich erst einmal eine Segel. Ich habe hier eine ganz, ganz einfache Kappsäge, die kostet keine 50 Euro, die ist leicht, transportabel, die leistet gute Dienste. Wer die nicht hat, eine Ausrede gibt es nicht, weil das tut es genauso gut. Man könnte Kork sogar mit einem Cutter schneiden, bei der Dicke rate ich aber davon ab, das wird einfach zu gefährlich. Dann braucht man einen Winkel, um das Ganze auch nicht rechtwinklig hinzukriegen und mal zu kontrollieren, aber auch ein Stecheisen. Einen Schwingschleifer, um das nachher eben zu schleifen, eine Silikonpistole und wer die braucht, braucht logischerweise auch einmal den Polymerkleber und einmal das Verfugungsmaterial auf Polymerbasis. Ein bisschen Klebeband, ein Zahnspachtel und das war es auch schon, was wir brauchen für die Verlegung. Und damit geht's ran an den schwedischen Patienten. Zunächst nur mit einem Bleistift, denn erstmal wird gemessen. Zeigt mir mal von vorne den Abstand ein. Die Fugenbreite und dann kann ich jetzt die Maße ermitteln, um mir das Ganze zuzusägen, um das erstmal probehalber auszulegen. Tja, diese Vorarbeiten sind nötig, wenn es am Ende nicht krumm und schief aussehen soll. Bei dem hochpreisigen Material wäre das ziemlich ärgerlich. Zunächst sollte man die Laibung hineinlegen, um von dort aus die Maße der übrigen Streifen zu bestimmen. Nachdem ich das jetzt ausgewinkelt habe, brauche ich 8 von diesen Streifen. Und damit die möglichst gleich lang werden und jetzt nicht also mit einer Stichsäge gesägt oder alle Millimeter unterschiedlich sind, das sieht man nachher deutlich, baue ich mir dafür einfach einen Hilfsanschlag. Das geht ganz, ganz einfach. Die Kappsäge erleichtert die Arbeit, eine Stichsäge würde es natürlich auch tun. Ja, war eine Sache von 2 Minuten, kurz den Anschlag gebaut und die sind jetzt wirklich alle gleich lang, macht das Verarbeiten deutlich einfacher. Ich lege das jetzt hier probehalber aus, dass man vor allem auch sieht, dass man keinen Denkfehler gemacht hat, das kommt durchaus mal vor. Ob das dann alles so zusammenpasst, wie wir uns das vorstellen. Danach geht es ans Gärungslegen. So, das sieht aber ganz gut aus hier. Also grob reinlegen, dass man ungefähr erkennen kann, ob das so hinkommt. Ganz grob. Ich habe das jetzt hier zur Probe einfach mal ausgelegt. Jetzt kann man erkennen, ob man irgendwo einen Denkfehler drin hat beispielsweise. Jetzt führen ganz viele Wege nach Rom, viele Möglichkeiten, was zu verlegen. Ich kann die Leisten hier stumpf zwischen diese beiden Staukästen legen, also einfach nur in Längsrichtung. Ich könnte das auch in Querrichtung machen, ich kann es auch diagonal verlegen, ganz wie mir das passt. Wir haben uns eigentlich für die klassische Variante entschieden und zwar werden wir mit einem Rahmen außenrum gehen. Und diese Rahmen lasse ich natürlich nicht stumpf stoßen, sondern da säge ich jetzt eine Gärung ran. Da muss man sich ein bisschen mehr Mühe übergeben.
und damit das nachher auch wirklich gut aussieht. Die Kappsäge auf die Gärung einstellen und weiter geht's. Das scheint schon mal zu passen. Grundsätzlich ist in solch alten Fahrzeugen oder generell bei Fahrzeugen es unheimlich schwierig, einen rechten Winkel irgendwo zu finden. Selbst was nach 90 Grad aussieht, ist meistens nicht 90 Grad. Da sehen wir hier relativ deutlich an diesen Gärungen, wenn ich die zusammenschiebe, dann passt es jetzt nicht, obwohl ich 2x45 Grad gesägt habe. Und die Säge ist sehr präzise. Was ich jetzt also machen muss, ich muss mich nach und nach ein bisschen in dieser Gärung angleichen. Das dauert dann ein bisschen, da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Aber das sind jetzt wirklich die entscheidenden Arbeiten und entscheiden nachher darüber, ob das wirklich nachher toll aussieht oder einfach ein bisschen fuschig. Da gibt er einfach dem alten Knut die Schuld. Vielleicht sind ja auch die neuen Möbel nicht ganz im rechten Winkel gebaut. Egal, ordentlich aussehen soll es ja. Und wer auf Nummer sicher gehen will, legt vor dem Verkleben alles noch einmal passgenau ein. Alles einmal probehalber ausgelegt, die Gärung habe ich 2-3 Mal nachgesägt, dass das jetzt optisch passt, das ist das Wichtigste. Und jetzt kommt das alles raus und ich streiche den Bereich mit Klebstoff ein und dann wird es verlegt. Vorher, klar, einmal sorgfältig säubern, bitteschön. Das ist feucht durchgewischt, damit einmal alle Kleberreste, Öle, Fette und so, dass der Boden richtig schön haftet, damit der Kleber auch gut hält. Und jetzt wird hier einfach mittels dieser Silikonpistole der Kleber aufgetragen und wird dann mit einem Zahnspachtel gleichmäßig verteilt. Der Zahnspachtel zum Verteilen des Klebers sollte nicht zu grob sein. Kleber ist gleichmäßig verteilt. Das Ende unter der Heizung habe ich mir noch aufgespart. Da werde ich nachher ein Stück reinschneiden müssen wahrscheinlich. Insofern schmatter ich das jetzt noch nicht mit dem Kleber voll, sondern das mache ich dann nachher, wenn ich es brauche. Ja, jetzt werden erstmal die Rahmen eingelegt. Das ist der vordere Rahmen. Das kommt zum Schluss. Einmal das linke Teil. So. Und das rechte Teil. Beim Verlegen solltet ihr darauf achten, die Streifen vollflächig anzudrücken. Dann gleich die Distanzhölzer einsetzen, denn nur so bleiben die Abstände gleichmäßig. Ich nehme jetzt die Distanzhölzchen wieder raus. Das ist alles so verlegt, dass es gut aussieht. Es kommt dann nicht auf ein Zehntel Millimeter gemessen an, sondern dass die Optik stimmt. Die stimmt jetzt. Jetzt nehme ich die Hölzchen raus und drücke das alles auf der Fläche nochmal an, dass es gleichmäßig liegt. Dann habe ich hier so eine wunderschöne Malerrolle. Es gibt spezielle Anpressrollen, aber so eine ganz normale Flauschrolle hier, die ist wunderbar geeignet. Und damit gehe ich jetzt hier mit ein bisschen Druck, nicht, dass ich die Platten verschiebe dabei, das nicht, aber mit ein bisschen Druck von oben daran. Kann aber noch ein bisschen korrigieren, dass das Fugen einigermaßen gleichmäßig sind. Und dann wird hier jetzt einfach das Ganze flächig angedrückt. Und dann hat Kollege Lars erstmal Feierabend. Der Kleber muss trocknen. Der Fußboden ist jetzt über Nacht ausgehärtet. Da bewegt sich also nichts mehr. Also zumindest so, dass er begehbar ist. Und ich werde jetzt die ganzen einzelnen Elemente, wie beim Wohnzimmer streichen im Prinzip, klebe ich jetzt ab mit Kreppband, dass nachher die Fugenmasse nicht auf der Fläche hässliche Flecken verursacht. Auch hier gilt wieder, wer sauber arbeitet, spart am Ende Zeit. Wir haben hier jetzt weißen Kleber verwendet. Nachteil ist, wenn man weißen Kleber und schwarzen Dichtstoff verwendet, man sieht den Kleber durchscheinen, wenn er in der Fuge durch das Verschieben von diesen Platten etwas zu hoch gewandert ist. Und den muss ich jetzt noch rausschneiden, ansonsten gibt es nachher ganz fürchterlich hässliche weiße Streifen. Der Boden ist jetzt komplett abgeklebt. Relativ viel Mühe habe ich mir dabei gegeben, weil das sieht man nachher halt.
Und die Zwischenräume zwischen diesen kleinen Planken, die werden jetzt aufgefüllt mit auch so einem Polymer-Dichtstoff. Der ist speziell für diese Fugen und ist etwas dünnflüssiger und der fließt also richtig in diesen Fugen auseinander. Bevor man gleich am neuen Boden verfugt, sollte sich jeder, der das zum ersten Mal macht, ein Probestück schnappen und einmal üben. Das ist jetzt hier alles eingesiegelt mit dieser Fugenmasse und jetzt nehme ich mir so einen Plastikspachtel. Ich kann einen Spatel nehmen, einen kleinen Japan-Spachtel, was ich habe, und ziehe praktisch diese Dichtmasse erstens in die Fuge rein. Ich drücke das richtig rein. Und zweitens gibt das oben praktisch eine glatte Kante. Und wenn ich damit durch bin, ziehe ich dann direkt danach das Klebeband ab, damit nicht diese Kanten erst antrocknen, dann werden es nachher so eine harte Hubbel. Wenn das mal keine meditative Arbeit ist. Anschließend das Malerkrepp wieder entfernen. Achtung, wer hier nicht aufpasst, verschmiert das schöne Korkdeck. Die Ecken lassen sich gut mit Hilfe eines Stecheisens vom Klebeband befreien. Und das Ergebnis sieht schon mal richtig gut aus, aber das war noch nicht alles. Es ist wohnlicher geworden in Knut, wie man sieht. Und jetzt wird es auch Zeit, den Fußboden endlich fertig zu schleifen. Der gröbste Dreck ist raus. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Ganze hier mal mit einem vernünftigen Finish zu versehen. Der untere Fußboden ist mittlerweile auch fertig. Ich fange jetzt von oben nach unten an, den Fußboden zu schleifen. Das macht am wenigsten Dreck. Und dann starte ich hier mit meinem Schleifer mit verschiedenen Schleifpapieren. Ich fange mit Gelb an, das ist 80er, und arbeite mich dann langsam so Richtung 180, vielleicht auch 240er vor. Muss ich mir mal angucken, wie der Boden so wird. Und los geht's. Nach dem Schleifen sollte der Korkboden noch mit einem Öl versiegelt werden. Auch wenn die Kosten recht happig sind, so ein Boden macht nicht nur optisch was her, sondern ist sehr haltbar, nässeunempfindlich und ein hervorragender Schall- und Wärmeisolator. Und das wird einen an kalten Tagen ziemlich freuen. Ihr wollt mehr Anleitungen zum Werkeln? Dann schaut euch mal in unserem Kanal um.